Dave, wir machen einen Führerscheintest. Und zwar, Wir machen ich einen und Führerschein. Furkan werden schauen, ob wir den Führerschein heute noch bestehen würden. Viel Spaß, ihr könnt ja miträtseln, mitraten und schreibt in die Kommentare, was ihr vermutet, ob ihr den Führerschein habt oder nicht. Und lasst natürlich gerne ein Like da. Viel Spaß. So. Meine erste Frage lautet, wie schnell darf ein Kraftfahrzeug mit Schneeketten? Lass einfach Test machen, am Ende wir gucken. Ne, lass schon die Fragen durchlesen, ne? Obwohl, ne, komm, scheiß drauf. Perfekt, erste Frage schon mal falsch. Also, was müssen Sie in der Situation beachten? Warnblinklicht an. Sie dürfen den Bus so lange nicht überholen, wie er noch fährt. Den Bus überholen, solange er noch fährt. An dem haltenden Bus mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, wird eine Gefährdung von Fahrgästen ausschließen. Was müssen Sie in diesem beachten? Warnblinklicht an. Okay, den Bus so lange nicht überholen, wie er noch fährt. An dem haltenden Bus mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausbleibt und so weiter. Ah, hier seht ihr Chat. Nächste Frage. Nächste Frage. So, das Schloss eine Sicherheitsgurte schließt nicht. Was tun Sie? Schloss in Stand setzen lassen. Weiter. Ist doch easy. Ist noch da? Ja, Furkan? ich glaube, ich bekomme keinen Führerschein mehr, sagt Ich habe ehrlich. von zwei Fragen zwei richtig. Aber Ich habe zwei Fragen, ich zwei mute falsch. mich, weil du liest ja dann deine vor und ich lese ja meine vor und ich lade das ja hoch. Ja, okay, easy. Mit welchen Gefahren müssen Sie rechnen? Der Junge auf dem Fahrrad wird A. auf die Fahrbahn fahren. Auf dem Radweg weiterfahren, stehen bleiben. Was sagt ihr, Chat? Ich gehe davon aus, der wird auf die Fahrbahn fahren. So, weiter geht's. Wie verhalten Sie sich beim Anfahren vom Fahrbahnrand? Rückwärtigen Verkehr beobachten, Blick in den Rückspiegel, blinken. So, welche Folgen kann die Missachtung von Müdigkeitsanzeichen nach sich ziehen? Konzentrationsmangel, Fahrfehler und Sekundenschlaf. Alle drei Sachen natürlich, Männer. Denn ihr wisst, wenn ihr müde seid, kann das alles passieren. Ist gut, ja. Welches Verhalten ist richtig? Ich darf durchfahren aufgrund dieses Schildes. Aufgrund dessen Schildes, diesen Schildes. Auf jeden Fall deshalb. So, weiter geht's. Was können Drogen bewirken? Abhängigkeit und Sucht? Anhaltende Verbesserung der körperlichen, geistigen Leistungsfähigkeit? Nein. Und Rauschzustände? Say no to drugs, fellas. Während der Fahrt leuchtet die Airbag-Kontrollleuchte ständig. Was müssen Sie tun? Eine Werkstatt aufsuchen, das Fahrzeug sofort aus dem Straßenverkehr entfernen. Ah, okay. Airbag-Kontrollleuchte. Man dürfte sogar noch weiterfahren auf eigene Gefahr. Ich an eurer Stelle würde natürlich direkt eine Werkstatt aufsuchen und nicht mehr irgendwo rumfahren, denn ein Unfall und dann ohne Airbag kann das sehr, sehr, sehr gefährlich enden. Sie fahren schon lange mit höherer Geschwindigkeit. Welche Auswirkungen kann diese haben? Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach. Die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab. Muss nicht unbedingt. Doch. Kann schon sein. Das Gefühl für die richtige Kurvengeschwindigkeit wächst. Nein. Nimmt eher ab. So. Sie wollen aus einem verkehrsberuhigten Bereich in eine Straße einfahren. Von links kommen Radfahrer. Wer muss warten? Die Radfahrer müssen warten. Ich muss warten. Ihr müsst immer warten als Autofahrer. Immer warten, immer anderen Leuten gönnen und so. Welches Verhalten ist richtig? Ich muss das blaue Fahrzeug vorbeilassen. Richtig. Ich darf vor dem grünen Fahrzeug abbiegen. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ganz, ganz wichtig, Männer. Ganz, ganz wichtig. Verkehrsschilder und so, Verkehrsregeln, ganz wichtig. Wo ist das Parkverboten? Auf Vorfahrtsstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften. Boah. Na, da darf man. Am Fahrbahnrand, wenn hier durch die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen verhindert wird. Und hier ist auch verboten. Innerhalb ist erlaubt, glaube ich.
Ja. Sie wollen nach links abbiegen. Wer muss warten? Ist logisch. Ich muss warten. Wie viele Fragen gibt es denn hier? Ja. Ah, 17 Fragen habe ich. Okay. Womit müssen Sie in dieser Situation rechnen? Der Radfahrer wird links an dem parkenden PKW vorbeifahren. Der Radfahrer wird absteigen und mich vorbeilassen. Mit Gegenverkehr. Mit Gegenverkehr könnte man auch rechnen. Chat, was sagt ihr? Gegenverkehr, ja oder nein? Also ich würde noch mit Gegenverkehr hier sogar rechnen. Aber ich kann es Digga, nicht ich mach nicht mehr kontrollieren. weiter. Das ist komplett bodenlos. Ich hab mies verkackt, Digga. Erst drauf. Digga, ich sag dir ehrlich, ich habe noch 16 Fragen bisher, ich bin geistkrank. Ich bin sehr verkehrt gerade. Sehr, sehr verkehrt. Okay, hier ist ein Video. Moment. Hier ist eine Frau. Ich will nach links abbiegen. Hier kommt ein Grüner. Warum müssen Sie jetzt warten wegen des grünen Fahrzeugs? Wegen des Radfahrers? Was? Hä? Wo war der Radfahrer? Und genau da passiert ein Unfall. Wenn ihr nicht seht, dass ein Radfahrer ist. So. Also hört zu, Bro. Bist noch da? Bloody. Ja, schießt los. Also, sie mussten nach einer Reifenpanne das Notrad montieren. Was ist bei der Weiterfahrt verboten? Mit dem Notrad länger als unbedingt erforderlich zu fahren? Personen mitzunehmen? Schneller als 80 km/h zu fahren? Ich sage 1 und 2. Ja, ist richtig. Welche Maßnahmen tragen zur Umweltschonung bei? Die Verwendung von Leichtlaufölen. Leichtlaufölen und Leichtlaufreifen, hä? Ohne Sinn. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Auf einen Bahnübergang. Chat, ich darf noch eine Sache falsch haben, glaube ich. Was müssen Sie beim Einfahren auf die Autobahn beachten? Der Verkehr auf der durchgehenden Fahrbahn hat Vorfahrt. Der Verkehr auf dem durchgehenden rechten Fahrstreifen muss das Einfahren ermöglichen. Auf dem einfliegenden Streifen darf ich schneller fahren als auf der durchgehenden Fahrbahn. Chat, ich bin echt gespannt. Wir fahren einen so gekennzeichneten hell erleuchteten Tunnel. Wie verhalten Sie sich? Ich fahre mit Tagfahrlicht. Ich fahre mit Abblendlicht. Hell erleuchtet. Trotzdem fahre ich mit Abblendlicht. Natürlich ist das richtig. Sie nähern sich den abgebildeten Fahrzeugen. Wie verhalten Sie sich? Beobachten, ob der Zug weiterhin auf der Seitstreifen bleibt, wenn der Zug links blinkt, Lichthupe betätigen und zu dem Zug des Überwegs auf die Fahrbahn ermöglichen, wenn der links blinkt. Richtig. Warum sind ältere Fußgänger im Verkehr mehr gefährdet als jüngere? Sie schätzen die Geschwindigkeit von Fahrzeugen auch falsch ein. Sie sehen und hören oft schlechter, sie gehen oft langsamer. Okay. Sie wollen links abbiegen. Welche Schwierigkeit können dabei auftreten? Sicherheits Einschränkungen durch entgegenkommende Linksabbieger können sich gefährlich nahe kommen. Missverständnis mit entgegenkommenden Linksabbiegern. Wodurch kann die Fahrtüchtigkeit herabgesetzt werden? Durch Übermüdung, bestimmte Medikamente, andere Links. Drogen sind immer schlecht, Männer. Sie fahren 100 km/h und führen eine normale Bremsung durch. Wie lang ist der Bremsweg nach der Faustform? Oh, der kennst noch diese Formel. Was denn? Diese Formel für Bremsweg, Digga. 100 durch irgendwas. Die war durch irgendwas durch zweimal noch was Ich durch glaube durch zweimal. 100 mal 3 oder so. Echt gar keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Also durch 100 mal 3 plus. Nenne 3 Sekunden ist Reaktionszeit. Also durch 100, also 100 durch 100. Nee, durch 10, glaube ich. Boah, gar kein Ich habe Plan. gar keine Ahnung, Digga. Kann sich gar nicht sagen, Chat. Gar kein Ich habe Plan. gar nichts gemacht. Ich hab gar keinen Plan, Digga. 100 km/h. Der, kein Plan.
Wir schreiben einfach 30 Meter. Ja, wir schreiben 23 Meter, komm. Das ist doch falsch, aber egal. 100 Meter, 100 Meter wären sogar richtig. Ein Bahnübergang innerorts ist die Schranke geschlossen. Wo müssen Sie warten? Vor der ersten Barke. Vor der ersten Barke, Digga. Vor dem Andreaskreuz, ey. So, bin ich dumm. Ab welcher Aufprallgeschwindigkeit müssen Sie mit schweren oder Höchstverletzungen rechnen, wenn Sie keinen Sicherheitsgurt angelegt haben? 30 km/h, Digga. Wozu neigt ein PKW mit Hinterradantrieb, wenn man den der Kurve zu viel Gas gibt? Er neigt dazu, hinten auszubrechen. Hinterradantrieb. Jupp. Vor Fahrantritt haben Sie sich geärgert. Welche Folgen sollen Sie mir vermeiden? Ablenkung, Aggressivität. Sie möchten überholen. Worauf stellen Sie sich ein? Hauptsächlich einer des Radfahrers direkt vor mir. Auftauchen im Gegenverkehr, ja, könnt ihr schon irgendwo kommt der jemand her. Digga, 19 Fehlerpunkte, das ist so hart. Keine.